Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr. Ihr habt es vielleicht gesehen oder manche von euch, diesen kleinen Flyer in der Post oder im Wochenblatt, wo wir auf ein kleines Herzensthema aufmerksam machen. Heute sitzen wir hier mit Petra Lorenz und Friedemann Kallenbach einfach als Fraktion zusammen und wollen einfach mal die großen Themen, die sich anbahnen oder die uns auf dem Herzen liegen, ansprechen. Und ein Thema, das hatte manche von euch im Briefkasten, nämlich die Lage in Karlsruhe. Strom ist nicht die Lösung, warum es mehr zur Sicherheit braucht. Weil uns ist es wichtig zu sagen, der All-Electric-Ansatz, also dass wir alles nur auf elektronisch haben, alles nur mit erneuerbaren Strom, kann nicht die Lösung sein. Wir brauchen einen bunten Blumenstrauß an Energieträgern, aber auch an Speicherlösungen, damit wir wirklich die Stadt komplett versorgen können, dass es nachhaltig ist, dass auch wenn mal ein Ding ausfällt, wir noch eine andere Option haben, dass wir in Wärme speichern können, dass wir synthetisches Gas, also ich rede nicht hier von fossilen Brennstoffen im Sinne von Erdgas, sondern synthetisches Gas, was man machen kann. Power to X, das macht das KIT am Campus Nord, indem man Strom mit CO2 umwandelt in anderen Energieträger wie Diesel oder Gas, was alles synthetisch ist. Und dadurch hat man netto null bzw. CO2-neutralen Kreislauf geschaffen. Und das wollten wir damit kommunizieren. Das ist uns super wichtig, ein wichtiges Anliegen, um die Stadt zukunftssicher zu machen, auch mit Wasserstoff zu versorgen. Einfach diese anderen Energieträger oder auch Speicher wie Sandspeicher. Oder unser Antrag zur Biogasanlage zum Beispiel. Genau, unser Antrag zur Biogasanlage. Da soll es bald Ergebnisse geben, wie die Gespräche mit dem Landkreis liefen, die wir ja angestoßen hatten. Und wir hoffen, dass wir auch hier in der Region Karlsruhe mit dem Landkreis zusammen eine Trockenvergärungsanlage bewältigen können, vielleicht schaffen können, um hier auch einen neuen Punkt an Sicherheit hineinzubringen. Ich finde, ermöglichen fast zu wenig, oder das hört sich so ein bisschen an wie versuchen es, weil wenn ich jetzt so in den großen überregionalen Medien sehe, dass das kleine Dörfer schaffen, dass ein Bauer ein ganzes Dorf mit Energie versorgen kann mit seiner Biogasanlage, muss ich sagen, so ein großer, potenter Landkreis wie Karlsruhe, da muss es drin sein, das müssen wir schaffen, das müssen wir einfach mit ein bisschen mehr Schmackes angehen. Ja. Also Petra, ich bin ganz bei dir, aber ich muss trotzdem ein paar kritische Dinge anmerken. Auf der einen Seite ist natürlich, diese Biogasanlage wird nicht schaffen, der ganze Landkreis und ganz Karlsruhe zu versorgen. Auch selbst alle Photovoltaikanlagen, die wir uns vorstellen können, die man überall auf die Dächer macht, selbst die reichen nicht. Was machen wir im Winter, wenn eben diese Dunkelzeit ist, wenn wenig geerntet wird an Strom? Was machen wir in der Zeit? Und da müssen wir ehrlich sein. Das, was du vorhin genannt hast mit All-Electric-Ansatz, also alles elektrisch zu machen, bedeutet, dass der Strombedarf in Karlsruhe steigt. Das heißt, wir müssen immer mehr Strom zur Verfügung stellen, aus welchen Quellen auch immer. Und da ist es so, selbst wenn man alle erneuerbaren Energien zusammennimmt, dann reicht das so lange nicht. Das bedeutet im Endeffekt, wir werden entweder Kohle, von der Kohle erzeugter Strom brauchen oder von Atomkraftwerken von Frankreich oder Tschechien oder wo auch immer her. Aus eigenen vielleicht noch. Oder eigenen, ja gut, so weit sind wir nicht, aber und da kneifen viele einfach vor dieser Antwort. Also wir müssen uns bewusst sein, so wie wir unterwegs sind, schaffen wir es nicht. Nein, ich glaube, das ist den Bürgern auch klar, dass wir da keine 100% schaffen. Aber der Weg ist ja der richtige, dass man sagt, man versucht einen größtmöglichen Teil. Und da muss man eben auch offen sein für andere Technologien und sich nicht sperren und die Subventionen eben halt nur in die Richtung Elektrik schieben, sondern da muss man wirklich sagen, da gibt es viele tolle Sachen, ob das die E-Fuels sind oder Biogas oder was auch immer, Wasserkraft. Also man muss wirklich alles zusammenziehen, um diesen Anteil auf ein sehr, sehr hohes Niveau zu bekommen. Genau, also auch, ich glaube, auch grundlastfähige Sachen, weil Photovoltaik, wir müssen es sofort verbrauchen oder halt Speicherkapazität. Oder in Wärme speichern oder in der Batterie speichern oder irgendwas speichern. Das ist ja beim Wind auch ein großes Thema, die Speicherkapazität. Genau. Und da hätten wir halt mit synthetischem Gas, auch wenn man synthetisches Gas importieren würde oder übers Ferngasnetz, wenn die Ferngasbetreiber umsteigen, eine Möglichkeit zu versorgen mit einem Energieträger, der das kann. Wenn wir zum Beispiel die Privathaushalte, zum Beispiel die ganzen Eigentümer, die es hier gibt, die noch mit Gas heizen, wenn die plötzlich All Electric
angeboten bekommen oder sagen, jetzt müsst ihr aber, und wir haben überall neue Wärmepumpen, dann haben wir einen enormen Stromverbrauch, den wir nicht decken können. Mhm. Aber wenn wir sagen, nein, wir haben synthetisches Gas und ihr könnt das verbrennen oder Wasserstoff. Nutzen. Ja, genau, dann können wir die Infrastruktur beim nutzen. Strom haben wir ja heute schon das Problem schon mit den Ladesäulen für die Autos, dass wir gar nicht die Leitung haben, um das zu leisten überall. Genau. Ja, also, und die Empfehlung zu heizen zu Hause, geht ja meistens darüber, dass man sagt, schafft ihr eine Wärmepumpe an und da ist in der Tat eine Pumpe dran und die muss elektrisch betrieben werden. Mhm. Und das ist ein Riesenbedarf, die läuft ja Tag und Nacht, entweder zum Kühlen oder zum Heizen. Und dann ist natürlich die Frage, wo kriegen wir den Strom her? Also diese Empfehlung, die wir heute machen, geht immer wieder in Richtung mehr Strom, mehr Strom, mehr Strom. Mhm. Deswegen müssen wir tatsächlich verschiedenste Quellen, um Strom zu erzeugen, tatsächlich aussuchen. Darf genau, man sich nicht und, verschließen. Ja. Und auch halt Gas, also synthetisches Gas, dafür ready machen für Wasserstoff, synthetisches Gas, damit solche Eigentümerinnen und Eigentümer nicht komplett vor neue Herausforderungen gestellt werden, plötzlich alles umbauen zu müssen. Und das ist ja auch finanziell was manche gar nicht machen können. Und die dann da liegen zu lassen, ist halt auch eine schwierige Sache, finde ich, für die Stadt. Ja. Und da würde ich vorschlagen, und das ist eine Forderung von mir, von uns vielleicht auch an der Stelle an die Politik im Land oder im Bund, wirklich diese Ansätze, die wir in Karlsruhe schon haben, das synthetische Kraftstoffe zu erzeugen, dass es in industrieller Maßstab geht, dass es wirklich in große Mengen produziert werden kann. Und da sind wir alle noch am Anfang. Das reicht momentan noch nicht, aber da müssen wir richtig investieren. Und dann glaube ich, erst nur dann kann es klappen. Da ist die Stadt Karlsruhe. Das ist das, was ich gemeint habe, dass die Subventionen halt zu stark in eine Richtung fließen. Genau. Von diesen Bundesmitteln, dass man momentan zu stark auf den elektrischen Ansatz fokussiert ist und die anderen Themen, die eigentlich vielversprechender sind, dass die da ein bisschen zu stark hinten runterfallen. Ja. Und mit dem KIT hätten wir hier ja einen super Standort. Ja. Auch die Miro möchte ja da irgendwie mitspielen bei der Sache, weil auch klar, die Ferngasbetreiber müssen sich ja auch zukunftsfähig machen und neu ausrichten, auch im Blick aufs Klima. Zukunftsfähig machen ist, glaube ich, ein schönes Stichwort. Mich haben in den vergangenen Wochen sehr, sehr viele Bürger angeschrieben und auch sehr, sehr viele Institutionen, die sich große Sorgen um die Zukunftsfähigkeit unserer Innenstadt machen. Zu Recht. Also wenn man so auf der Kaiserstraße unterwegs ist, bekommt man schon so ein bisschen Angst und Bange. Der Leerstand, das sieht schon teilweise, sind die Fassaden dann ein bisschen schmuddelig. Mhm. Und ich kann die Befürchtungen verstehen. Und viele sagen natürlich, wie geht's weiter oder wo soll das enden? Das hängt natürlich in Karlsruhe noch von einigen weiteren Faktoren ab. Gerade heute Morgen war ein neuer Artikel drin, wie es mit dem Kaufhaus Karstadt weitergeht. Mhm. Das ist für Karlsruhe ein Riesenthema. Also nicht nur für Karlsruhe, aber überall, wo die sind, ein Riesenthema. Ja, Galeria. Ja, Galeria heißen sie jetzt, genau. Ich sage immer noch Karstadt, der Klassiker. Ja. Ich glaube, dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Ja, das hängt natürlich wieder davon ab, da in Karlsruhe sind sie in Miete in dem Objekt, ist vielleicht auch für manche interessant. Und die sind mit Sicherheit in Verhandlung mit dem Vermieter, wie weit er bereit ist, ihnen mit der Miete entgegenzukommen. Mhm. Weil eins ist auch ganz klar, in den letzten Jahren sind die Erträge gesunken, der Händler, in der nicht nur in der Innenstadt überhaupt, auch der Online-Händler, da sinken sie gerade auch wieder. Aber die Mieten sind halt aufgrund von den Dauern von den Verträgen nicht angepasst worden. Und da gibt es halt eine Diskrepanz beim Ertrag und damit hat Karstadt auch zu kämpfen, ganz klar. Das wird zum einen eben von den Mietverhandlungen abhängen und zum anderen auch, wie weit die Vermieter bereit sind zu investieren in die Gebäude. Viele Gebäude in der Innenstadt, da ist lange nichts investiert worden. Manche gehören Erbengemeinschaften oder großen Investmentgesellschaften, die halt immer nur so schön den Rahmen abgeschöpft haben, aber halt nie was reingepusht. Ja. Und auf die Immobiliensituation hat jetzt die Stadt selbst oder die Verwaltung gar nicht so viel Einfluss. Man kann ja schlecht dem Eigentümer vorschreiben, was er mit dem Objekt zu machen hat. Eigentlich nur um den Rahmen drumherum, dass man sagt, ja, wo schaffe ich wirklich Aufenthaltsqualität oder auch wo habe ich die Möglichkeit, was in der Innenstadt zu installieren, das Frequenz bringt. Mhm. Weil es zeigt sich ja, die Menschen, die zum Beispiel in der Stadt arbeiten, die gehen natürlich auch zwangsläufig in der Stadt in die Apotheke oder mal was reparieren lassen oder holen sich ein belegtes Brötchen. Und wenn ich außerhalb arbeite, irgendwo in der Peripherie, fahre ich nicht dazu in die Stadt. Mhm. Das ist ein Riesenthema, also Arbeitsplätze in der Stadt zu halten, dann die Gestaltung natürlich. Wir bräuchten ganz dringend einen richtig schönen Markt auf dem Marktplatz oder eine Markthalle, weil Essen muss jeder jeden Tag. Und das war ja unser Vorschlag mal
im Rathaus unten in der Gott, Markthalle einzubauen. Das wäre doch cool. Ja. Da sind Leute der FDP. Ja. In der kundenfreundlichen Verwaltung. Ne? Ja, zum Beispiel, weil jeder von uns will eigentlich regionale Lebensmittel kaufen und auch saisonale. Und da, aber gerade hier in der Innenstadt ist es schwierig. Ne? Also wir haben ein, zwei Discounter und das war es dann schon. Und auch für die Attraktivität muss es natürlich auch gut aussehen. Ja, wenn ich jetzt mal so das Bild zeichne und sage, ja, wir hätten hier am Marktplatz eine Markthalle in einem der großen Gebäude und man kann so reinflanieren, man kann sich für abends einen Salat mitnehmen, ich könnte mal mittags schnell ein Süppchen essen oder ein Glas Prosecco trinken. In der warmen Jahreszeit kann man die Front aufmachen und könnte draußen sitzen. Und das sind solche Dinge, die man einfach bei einer Stadt mitplanen muss. Ja, gibt da Charme. Ja, genau. Das, klar, aber das sind beim Charme hat ja jetzt der Gemeinderat ganz neue Regeln auf den Weg gebracht, wie es in der Innenstadt auszusehen hat, entgegen unserer Stimmen, weil wir glauben, da fehlt der Charme, sondern wir haben Uniformität. Ja, Uniformität. Genau. Ja. Willst du dazu was sagen? Ja, ist schade. Also natürlich sieht so eine uniforme Stadt, also weiß gepflastert und alle Bäume gleich und in der gleichen Höhe und sieht es vielleicht schick und sauber und aufgeräumt aus. Die Frage ist, ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Fühlt ihr euch in der picobello geputzten, aufgeräumten Wohnung wohl oder eher da, wo es ein bisschen wohnlich ist? Dazwischendrin. So, genau. Und ich glaube, so ist es bei den Menschen auch. Und man hat ja auch zu Beginn von der Ustrabau hat der damalige Oberbürgermeister Fähnrich ja auch, ich weiß noch, da gab es so ein Foto mit der Frau Mergen, die dann mit dem Stuhl mitten in der Fußgängerzone saß, wo die Bahnen noch gefahren sind. Ich sage, so kann es mal später sein, hier kann man dann im Straßencafé sitzen, ohne dass Bahnen fahren. Ich befürchte, dass wir vielleicht gar keinen Kaffee mehr haben, bis der Umbau der Innenstadt vollends geglückt oder beendet ist. Das wird sich ja noch mal 3-4 Jahre hinziehen. Und da muss man jetzt eigentlich richtig Gas geben. Und ich befürchte fast, also wie gesagt, dass wir die Talsohle noch nicht erreicht haben. Es gibt noch so ein paar Wackelkandidaten. Wenn man den Faden jetzt hier mal weiterspinnen und jetzt noch der ein oder andere, gibt es ja schon Gerüchte, die jetzt auch noch schließen. Man weiß nicht zum Beispiel, wie es mit dem Modehaus Schöpf auf Dauer weitergeht. Das gehört ja der Diakonie. Ja, also da gibt es immer wieder Gerüchte oder der ein oder andere kleinere, von der Fläche kleinere wird noch schließen, da gibt es auch schon Gerüchte. Und dann wird es auch eine ganze Weile so bleiben. Also wenn ich jetzt mal so sinniere, angenommen Karstadt würde tatsächlich das Karlsruher Haus schließen, wobei ich gestern erfahren habe, dass sie im bundesweiten Ranking, dass das Karlsruher Haus immerhin noch auf Platz 10. Ah, okay. Also es gibt Bundesländer, jetzt Nordrhein-Westfalen oder oben im Norden, da sieht es noch deutlich schlechter aus. Nichtsdestotrotz hängt es da letztendlich vom Vermieter ab und wenn ich den Faden so weiterspinne, denke ich, sind wir noch nicht ganz im Tal angekommen. Mhm. Und es wird dann so passieren, dass es dann eine Weile auf dem Stand bleibt, die Baustelle fort schreitet und irgendwann wird sich dann wieder ein Magnet ansiedeln, wer auch immer das sein mag. Gibt es Wunschkandidaten mit Sicherheit, der dann sagt, ja, ich kriege da jetzt eine gute Fläche für einen guten Preis angeboten. Mhm. Ich probiere das in Karlsruhe. Im Gürtel außenrum siedeln sich dann noch ein paar andere an und dann geht es wieder aufwärts. Mhm. Aber mir klingen noch die Worte des damaligen OB Fähnrich im Kopf. Beim Spatenstich zur U-Bahn hat er gesagt, also auf der Kaiserstraße waren vor dem U-Bahn-Bau Geschäfte und nach dem U-Bahn-Bau werden da auch wieder Geschäfte sein. Ob es die gleichen sind, hat er natürlich damals nicht gesagt. Mhm. Sag mir kurz, was hältst du von der Idee der FDP? War jetzt gerade wieder in der Zeitung gewesen. Die wollen ja tatsächlich mehr Wohnraum schaffen. Hat es Perspektive? Und noch eine zweite Idee. Martin Wacke würde gerne überall Kultur reinsetzen. So Pop-up-Kultur. Ja. Wie schätzt du das ein? Naja, zum Wohnen ist es so, ich glaube, ganz zentral in der Innenstadt ist es schwierig. Es sind ja auch nicht alle Gebäude wohngeeignet oder zugelassen im Moment. An den Rändern, östliche Kaiserstraße, Karlstraße und so mit Sicherheit. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, östliche Kaiserstraße, dass man da auch Erdgeschoss, was vorher Geschäfte waren, dass man das in so Studenten-WGs umwandelt zum Beispiel. Dazwischen so ein cooles Café oder auch so ein Start-up-Unternehmen, dass sich da so eine Art Szeneviertel entwickelt. Das wäre eine Möglichkeit, wo man versucht, so ein bisschen zu steuern. Da ist man von Verwaltungsseite auch schon dran. Dass jetzt natürlich so ein, wenn ich jetzt mal das Karstadt-Objekt oder das Galeria-Objekt nochmal nehme, dass das ein reines Wohngebäude wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird, wenn das dann jetzt irgendwann kippt, so sein,
dass man sagt, EG und das UG und das vielleicht noch das erste OG ist Gewerbe, es sind Verkaufsräume und darüber noch ein, zwei Geschosse, Büroräume oder Fitnessstudio und dann ganz oben wohnen. Hat auch den Vorteil, dass es in der Innenstadt mehr soziale Kontrolle hat. Da schneidet Karlsruhe gar nicht so gut ab. Also andere Städte im Größenvergleich haben eine bessere soziale Kontrolle in der Innenstadt und das hängt eben damit zusammen, dass da Menschen wohnen, die abends halt auch sehen, was passiert da draußen auf der Straße, wird da gerade einer überfallen oder belästigt und zum Hörergreifer, wenn da niemand wohnt, wie so in Industriegebiete, dann ist halt eben die Gefahr da, dass die Kriminalität steigt. Und was war das Zweite, was die FDP noch... Ach, mehr Kultur. Ja, also nur allein wegen dem Martin werden Wacker wir... Was. Martin Wacker. Martin Wacker, nicht die FDP-Fartung. Ja, ich glaube, das ist immer so die Zwischenlösung, wenn man nichts anderes findet. Es ist schon so ein Zusammenspiel zwischen Handel, Kultur und Gastronomie. Man kann schon ein bisschen mehr die Kultur sichtbarer machen in der Innenstadt, aber es wird die Stadt, die Innenstadt, die City nicht retten, wenn wir also in jedem dritten leerstehenden Laden dann Kultureinrichtungen oder Galerien haben, weil es wird nicht der Grund sein, warum die Menschen in die Stadt kommen. Ja. Gut, so ein bisschen Flair könnte schon reinbringen, ne? Ja. So. Ja, also besser als Leerstand auf jeden Fall, ja. Aber es ist sicherlich keine dauerhafte Lösung. Ich frage immer, wer bezahlt die Kultur da drin? Ja. Da sind wir schon beim anderen Thema, und zwar die Stadt fühlt sich ja überall verantwortlich. Ja. Das Wort Vaterstaat, das heißt der Vaterstaat, Papa zahlt, genau. Also so kommt das halt vor, in welchem Bereich man immer ist, die Stadt mischt mit, bezahlt mit und sagt, wenn ihr nichts macht, dann geht es nicht. Ich habe viele Gespräche im Ohr, wo die Leute schimpfen über die Stadt, dass sie da nichts machen und dort nichts machen. Und das soll man noch mehr machen über das, was man schon macht. Und jetzt haben wir natürlich auch wenig Geld. Jetzt muss man fragen, was soll man überhaupt machen? Was ist eigentlich das Entscheidende? Wofür ist die Stadt verantwortlich und wofür ist sie nicht verantwortlich? Also für mich käme zuerst die Frage, warum hat die Stadt so wenig Geld? Ja. Was ist der Grund? Klar, an vielen Dingen, was der Grund ist, können wir jetzt nichts ändern. Ja, müssen wir es ja hinnehmen, auch wenn es traurig ist. Aber man muss einfach mal sehen, die prekäre Finanzlage, in der wir sind, die war ja vorhersehbar. Und da hätte man schon viel früher und viel intensiver gegensteuern müssen. Und ich sage jetzt mal ganz provokativ, wenn ich jetzt schaue, dass uns eine Messe zum Beispiel im Jahr 20 Millionen kostet und die U-Strap kostet uns jährlich roundabout 40 Millionen, dann muss ich sagen, vielleicht müssen wir uns überlegen. Das kostet nochmal 50 Millionen. Ja, und da möchte ich gar nicht drüber sprechen, weil da haben wir nochmal einen Sonderpunkt. Die Finanzierung vom Theater ist ja gedeckelt. Und wenn die Zeit nicht ausreicht, um das abzubezahlen, wird das Theater wahrscheinlich in 30 Jahren wieder saniert werden müssen. Ja. Und wir haben diese Sanierung noch nicht bezahlt. Also das ist was ich unseren Kindern eigentlich nicht zumuten möchte. Aber ich frage jetzt mal ganz provokativ. Wenn ich doch merke, ich habe mich so dicht gemacht mit meinen fixen Ausgaben, dass mir eigentlich für den Rest gar keinen Spielraum und keine Luft mehr braucht und wir können ja auch nicht jedes Jahr das große Streichkonzert machen, dann muss ich ganz provokativ mal fragen, warum verkaufen wir die Messe nicht oder warum verkaufen wir die U-Strap nicht? Ja, Sale and Lease Back. Also wäre für mich durchaus eine Möglichkeit, wo eine Stadt mal wirklich drüber nachdenkt. Bei der Stadthalle hätte man sehr früh drüber nachdenken müssen. Zum Beispiel, ja, aber das hatte ich auch schon ins Gespräch gebracht. Ich verstehe, dass das wehtut und dass man das nicht will. Ja, ist schon nachvollziehbar, aber es ist ja bei einem privat auch so, wenn ich dann sage, okay, wenn ich mir halt das Häuschen nicht mehr leisten kann, dann bleibt nur das bittere Ende, ich verkaufe es und ziehe Miete. Also ähnlich ist es ja da auch, ja. Also nehmen wir mal die Messe. Also ich kann mich noch erinnern. Das unspektakulärste Beispiel. Nö, das ist schon spektakulär. Das hat unser damaliger Kollege von den Linken, der Fosti Rubelus, das war sein Thema, die Messe Karlsruhe. Ich dachte KSC. Nee, die Messe. Und dann hat er gesagt, der OB damals, der Fenrich, hat gesagt, wenn wir die Messe abbrennen würden und nichts mehr machen, dann würde es uns immer noch so viel Geld kosten oder fast sogar noch mehr, als wenn wir jetzt mit ihr handeln. Also und dann der zweite Aspekt ist natürlich, die Leute kommen ja nach Karlsruhe, übernachten dort in Hotels, die
konsumieren Dinge. Also das, was man Umwegrentabilität nennt, also da ist sicher, da ist was dahinter. Man müsste es mal durchrechnen tatsächlich. Es ist natürlich immer sehr optimistisch gerechnet, muss man dazu sagen. Aber also eine Messe für die Wirtschaft könnte auch wichtig sein. Ne? Ja, natürlich. Den Aspekt gibt es zweifelsohne. Ich glaube auch, dass die Hotellerie am meisten davon profitiert. Mhm. Also ich kenne viele Hotelbesitzer, da ist es so. Wenn Messen sind, sind die ausgebucht. War ich auch immer überrascht. Aber letztendlich ist es ja auch so ein bisschen Rattenspanz, weil wenn ich jetzt gucke, was wir in Karlsruhe im Moment an neue Hotels bauen. Ja, also wir können ja sagen, wir pumpen Geld in die Messe, kommen immer mehr zur Messe, übernachten immer mehr und die Privatinvestoren bauen dann Hotels, wo wir vielleicht Wohnungen hinbauen könnten, wo wir die Fläche nicht haben. Also ja, ich weiß nicht, ob das so das richtige Pushing ist. Und dann ist halt die Frage, Messen sind irgendwo rentabel meines Wissens, warum sich eine Stadt wie Karlsruhe halt außerhalb mit dieser guten Anbindung eine Messe erlauben muss. Und wenn wir jetzt mal rein hypothetisch, wir verkaufen die Messe an einen anderen Messebetreiber und er hält dort auch Messen ab, haben wir ja auch Übernachtungen trotzdem. Ja, oder also ist ja nicht oder so, dass die Hotellerie schließt sich zusammen zu einem Beispiel. Messebetriebsunternehmen. Und da betreibt die Messe dafür. Ist jetzt weit gedacht. Ja, also, aber man muss ja mal, ich meine, wenn man Lösungen sucht, muss es ja auch erlaubt sein, mal kreuz und quer zu denken und mal was Unpopuläres in den Raum zu werfen. Und das sind schon Überlegungen, weil auf der einen Seite, man kann natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das ist mir schon klar, aber auf der einen Seite ist sagen wir ja, da 20 Millionen, da 40 Millionen. Und auf der anderen Seite lese ich dann 4 Leserbriefe, wo geschimpft wird, weil geplant ist, diesen Medienbus einzustampfen, der im Jahr 70.000 Euro kostet. Ja. Ja. Und das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil ja, aus Bürgersicht ist das so. Ja. Die sagen dann, die Verwaltung oder der Gemeinderat, pauschal sind wir immer alle mitbenannt, ob wir da mitgestimmt haben oder nicht. Wir leben ja auch von den Mehrheiten. Also der Gemeinderat hat es bestimmt. Das war noch vor unserer Zeit. Ne? ja. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Also es war in der Tat so, dass damals wurden Expertisen, ein Haufen Geld für Vorhersagen, wie viele Leute kommen. Und da wurde mit der Messe ein tolle Zukunft prognostiziert. Und so wie die Messe fertig war, sind die Zahlen insgesamt runtergegangen. Aber die Grundlage war falsch. Also deswegen, was wir daraus lernen müssen, ist auf jeden Fall, dass wenn uns irgendwelche so Prognosen vorgelegt werden, dass die meistens nicht stimmen. Ja. Du findest es lustig? Oder? Nein, es ist eigentlich traurig. Ich sehe das ganz genauso und das ist eigentlich auch schade, weil ich natürlich mittlerweile, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber ich bin auch schon sehr skeptisch, was immer diese Zahlen und diese Rechenbeispiele, das hat sich ja jetzt beim Staatstheater auch wunderbar gezeigt oder bei der U-Strap, also und die Gefahr sehe ich übrigens bei der Turmbergbahn und da könnten wir ja noch stoppen. Ja. Ja, das ist ja auch so ein Luxusproblem eigentlich. Bei der Messe wird ja immer gesagt, also ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass die Frau Wirz macht wirklich einen tollen Job mit ihrem Team. Und vom operativen Geschäft wären sie ja auch positiv, wenn man die Gebäudekosten nicht hätte. Mhm. Aber das ist genauso, wenn ich jetzt in meinem kleinen Lädchen sage, naja, mein Ergebnis wäre positiv, wenn ich keine Miete zahlen müsste. Also da lacht auch jeder. Ja, das gehört halt dazu und das muss man wissen. Und deswegen ist die Frage, sicherlich ist es nicht einfach, jemanden zu finden, aber unmöglich ist es nicht. Und auch eine andere Nutzung, ja, der dann sagt, ich nehme dann Geld in die Hand und stelle einen Bauantrag und baue das Ding vielleicht nochmal um. Das ist für wirklich große Events. Wir haben ja auch keine Halle, auch ein Thema diese Woche in der Zeitung gewesen, um internationale Künstler, um große Konzerte abzuhalten. Ist ja auch ein Problem. Also das ist auch so ein bisschen eine Fehlplanung. Ja. Wobei so die Frage zu stellen ist, ist Karlsruhe wirklich eine Musikstadt? Also Mannheim hat eine Kultur, die ist von der Akademie dort geprägt oder Stuttgart als größere Stadt. Und Karlsruhe, ich kann mir an das Zielkonzert zum Beispiel erinnern, bei Tour de France damals, da ist die ganze Messehalle soll voll werden und was war so ein totaler Reinfall. Also mir denke noch Zeiten, wo im KSC-Stadion, glaube ich, Nena aufgetreten ist. Also okay, seht ihr mal, wie alt ich schon bin. Gott. Ja, aber das ist klar, wenn wir keine Location haben, schau dir doch gerade mal Mannheim oder Stuttgart an. Also wenn du dann in die Mercedes-Benz-Arena gehst und da tritt dann, was weiß ich, Helene Fischer oder Andreas Gabalier auf und da fahren die Leute hin und das ist gut organisiert. Aber wir haben ja gar nicht die Möglichkeit und wenn wir die Möglichkeit nicht haben, kommen solche Leute auch nicht, ganz klar. Das stimmt auch, ja. Also da muss man schon auch, ist die Frage, ob wir es wollen, ist eine ganz andere. Genau. Ja, aber das mal nur so, um, sage ich jetzt mal, so ein bisschen provokativ in die Zukunft gedacht, über was man wirklich auch mal nachdenken muss, weil dieses Problem mit dem defizitären Haushalt, das wird uns noch ein paar Jahre, wenn es nicht einen großen Knall lässt und irgendwie
eine SAP 2 sich hier ansiedelt, bleibt uns das Problem noch eine ganze Weile erhalten. Ich möchte ein Beispiel noch reingeben, was mir sehr nahe liegt, und zwar in der Diskussion im Jugendhilfeausschuss. Mhm. Und zwar geht es konkret um die Kita-Beiträge. Mhm. Da frage ich mich schon, warum muss die Stadt Karlsruhe unbedingt, was ich allerdings auch schön finde, warum ist das Ziel, kostenlose Kitas zu besuchen? Das gibt es in der Pfalz auch schon, aber dort zahlt es das Land. Mhm. Und es wird immer gesagt, das ist die Aufgabe des Landes an sich. Aber wir machen es trotzdem als Stadt schon mal. Wir bereiten das vor, und es kostet ja jedes Jahr auch schon mal, nur in der Vorbereitung, überall die Kita-Beiträge in den verschiedenen Einrichtungen gleich zu gestalten, das kostet schon 5 Millionen. Mhm. Und ab dem soll es dann schrittweise kostenlos werden. Also 5 Millionen. Und ich frage mich, warum sollen Eltern, die Knete, die Geld haben, die gut verdienen, warum sollen die kostenlose Kitas haben? Weil es passiert Folgendes, wenn wir das kostenlos machen, übrigens wie in der Pfalz oft, dass die Eltern müssen dann mithelfen, die müssen vielleicht auch mal mithelfen zu streichen, also und auch die Schlüsselzahl, also wie viele Kinder auf den Betreuer kommen, die wird oft schlechter. Deswegen sage ich lieber Qualität, und lass doch uns die Leute, die ein bisschen Geld haben, auch wirklich was bezahlen. Ein Drittel aller Eltern bezahlen schon gar keine Beiträge. Also wir sind eigentlich schon gut dran. Und deswegen an der Stelle verstehe ich überhaupt nicht, warum die Stadt was vorwegnehmen will, was eigentlich Landessache ist, und warum wir da rummurksen. Natürlich will jeder den Wähler gefallen, aber das können wir uns nicht leisten. Das ist für mich ein Qualitätsverlust, und deswegen bin mal gespannt, was ihr dazu denkt. Ich kann das nachvollziehen. Also auch von Elternseite her sagt man, eine Schule kostet auch nichts, also kostet uns nichts. Warum kostet der Kindergarten? Ich bin bei dir. Ich setze auch mehr. Wir haben ja das Problem, dass wir zu wenig Plätze haben und zu wenig Erzieher und Erzieherinnen. Und auch die Qualität wäre mir lieber, bevor wir auf den Preis schauen. Und ich bin auch bei dir, es ist nicht unsere Sache. Aber wenn ich jetzt mal auf die andere Themen so blicke, die wir angesprochen haben, muss ich sagen, obwohl ich keine kleinen Kinder mehr habe und auch keine Enkel in dem Alter, ich bin nicht selbst betroffen, wäre mir es lieber zu sagen, ich spare mir die Turmbergbahn und investiere das Geld in die Jugend, weil das ist unsere Zukunft. Ja, es reicht nicht, aber wir könnten halt eben, wenn wir da liquider werden, viel, viel mehr Dinge eben auch im sozialen Bereich stemmen. Okay. Ja. Und da muss man halt einfach, wie so auch, wo man die Prioritäten setzt. Ja. Man sieht schon schwierige und viele wichtige Themen, die vor uns stehen dieses Jahr. Und wir würden uns freuen über jedes Feedback zu dieser Folge. Schickt es einfach hier an die Fraktion per E-Mail oder auch im Feedback-Bereich zum Podcast. Bis zum nächsten Mal und gerne ein Abo dalassen. Tschüss. Tschüss.